Ich habe eben gesehen, Sie haben im Handy ein bisschen eingetippt. War das der Terminkalender 2025? Bis dahin muss ich im Amt bleiben? Nö, das war die Chefin der Senatskanzlei. Am Stahl überzieht wieder. Außerdem, also die Idee bis 2025. Wir sind ja für Rente mit 65. Ich habe gedacht, das war mal Rente bis 67, aber ist egal, das war dann anders aus Ihrer Partei. Na gut, wir gucken dann 2025 mal nach, wie weit es geworden ist. Viele Sachen wurden angesprochen, was bis dahin gemacht worden ist. Fangen wir gleich mit dem heikelsten in Anführungsstrichen an, dem Berliner Wasser. Da gibt es den nächsten Volksbegehren dazu und verschiedene Ansichten. Einige sind auch hier von dem Berliner Wassertisch. Was sagt denn Klaus Wowereit, was mit dem Berliner Wasser in Zukunft passieren soll? Michael Müller hat das richtig gesagt, dass die damalige Entscheidung heute so nicht nochmal getroffen werden würde. Da bin ich mir ganz sicher. Und unabhängig mal von der Grundsatzentscheidung, ist ja auch eine Teilprivatisierung, muss man auch dazu sagen. Es ist ja noch über 50% im Landeseigentum. Nur die Tücke des Vertrages ist eben, um einen hohen Kaufpreis zu erzielen, hat man eine Gewinnerwartung festgeschrieben. Und das ist tödlich. So, und da kommt man bloß momentan überhaupt nicht raus. Und deshalb ist das ein Vertrag, der so nicht nochmal gemacht werden würde. Volksentscheid wird stattfinden. Nun sagen viele, der jetzt Befürworter des Volksentscheids, ja, die rot-rote Regierung sagt zwar, sie wollen es ändern, aber wir trauen denn nicht so richtig über den Weg. Was sagen Sie denen denn? Ja, da geht es auch immer um Transparenz. Also ich sage, der Senat hätte nichts dagegen, die Verträge offenzulegen. Das ist unsere Position. Nur es geht hier um einen Vertrag, der vor vielen Jahren geschlossen worden ist, auch mit entsprechenden Klauseln, die dort vereinbart worden sind. Und der Senat ist auch nicht in der Lage, die einfach zu ignorieren und zu brechen. Also insofern ist hier nichts, wo irgendwas versteckt werden soll. Im Übrigen, die Elemente sind ja öffentlich diskutiert worden, sie sind auch öffentlich bekannt. Da gibt es auch nichts zu verheimlichen. Insofern finde ich es ein bisschen bedauerlich, dass es überhaupt einen Streit darüber gibt. Dann ist Wasser ja aber sehr Elementares sozusagen, was wir immer und jeden Tag brauchen. Und der Streit in Anführungsstrichen oder die Auseinandersetzung um das Berliner Wasser zeigt ja eigentlich auf einer etwas höheren Ebene einen anderen, den Streit um privat oder öffentlich. Also sozusagen, wie öffentlich sollten, ist ja verkauft worden irgendwann mal. Aber nochmal, wir sind noch Eigentümer zu über 50%. Und das war damals auch eine Conditio. Also es wäre damals auch, obwohl man aus finanziellen Gründen sich von Beteiligung getrennt hat, nicht dazu gekommen, dass da über 50% verkauft worden wäre. Also das war auch damals das Bewusstsein da, dass Wasser eines der wichtigsten Güter ist und deshalb nicht total privatisiert werden kann. Also nochmal, das Land ist dort auch noch mit über 50% Eigentümer. Das ist richtig, aber 49, irgendwas Prozent wurden verkauft, teilprivatisiert. Und man kann ja fragen sozusagen, Michael Müller hat es auch gesagt, hätten wir, wenn wir das heute entscheiden, nicht nochmal so gemacht. War ein Fehler, diese Teilprivatisierung, würden wir heute anders machen. Warum denn? Ja, weil wir den Einfluss vertraglich auch weggegeben haben bezüglich der Preisgestaltung, weil es immer wieder bedeutet, wenn wir auf eine Preiserhöhung verzichten, muss das Land Berlin ausgleichen, sprich die Steuerzahlerin der Steuerzahler. Das ist der wesentliche Fehler an diesem Vertrag und deshalb ist das aus meiner Sicht der Fehler, der damals gemacht worden ist. Wenn diese Klauseln nicht da drin wären, sondern ein normales Unternehmen, dann wäre auch eine andere Steuerung mit den über 50% ja auch möglich. Genau, bei der Preisgestaltung sind wir dann doch wieder bei der Frage öffentlich oder privat. Was sollen wir veräußern, was sollen wir verkaufen, was behalten wir? Und bei dem Thema Stadtrendite, Stadtökonomie, was ja angesprochen wurde, ist, Herr Smude hat eine sehr spannende Studie dazu gemacht. Was ist denn Ihre Sicht? Es wurde jahrelang wurde in Berlin wurde sozusagen verkauft, privatisiert. Jetzt geht es ein bisschen zurück. Sind öffentliche Unternehmen grundsätzlich besser als private? Also man muss aufpassen, dass man nicht in den Fehler der Vergangenheit zurückfällt, nämlich wir hatten eine Situation gehabt, wo die öffentlichen Unternehmen sich wie folgt dargestellt haben. Sie waren völlig jenseits jeder Betriebswirtschaftlichkeit. Sie haben Strukturen gehabt, die überproportional waren und die noch nicht mal eine bessere Leistung für die Kundinnen und Kunden gebracht haben. Ich meine, das ist der schlimmste Fall, der passieren kann. Öffentliches Eigentum und der Betroffene, also sagen wir mal die Mieterinnen und Mieter oder eben der Stromkunde oder so, haben nicht eine bessere Situation als bei einem Privaten. Und dann verliert sich jede Rechtfertigung für ein öffentliches Eigentum. Also das geht nur, wenn deutlich gemacht wird, dass hier mehr für die Bürgerinnen und Bürger rauskommt. Sonst muss ich es sein lassen. Und wenn man das als öffentliche Hand und als öffentlicher Eigentümer nicht hinkriegt, dann hat man versagt. Und dann muss ich auch sagen, wir hatten Strukturen gehabt in dieser Stadt, das ist ja auch kein Geheimnis, die dazu geführt haben,
dass da jede Betriebswirtschaft, wie gesagt, nicht gerade im Vordergrund der Arbeit stand, von allen Seiten. Also ob das Gewerkschaften waren, ob das hier politischer Einfluss war, ob das Vorstände waren, die nichts Besseres zu tun hatten, als sich immer ganz schnell mit ihren Mitarbeitern auch zu einigen, weil das hat immer der Steuerzahler bezahlt oder der Gebührenzahler, dann ist ja leicht. Ne? Das kann ich auch ein Unternehmen führen ohne Probleme, wenn ich sage, 100% Monopol. Entweder zahlt es der Gebührenzahler oder der macht ein Defizit, dann kann ich leicht Strukturen haben in einem Unternehmen, was nicht sinnvoll ist. Und das, was in München jetzt gezeigt worden ist, ist auch nicht von heute auf morgen gekommen. Natürlich hat der höchstwahrscheinlich Arbeitsplätze abgebaut. Höchstwahrscheinlich hat der eine Struktur vorgefunden, wo er 16 Monatsgehälter gezahlt hat in Teilbereichen. Heute wird er nur noch 12 zahlen. Nehme ich mal an, das sind schon herbe Einschnitte gewesen. Also sonst kommen sie nicht aus den Verlusten in die Gewinnzone hinein. Also das ist schon sicherlich ein harter Schnitt gewesen. Aber nur so rechtfertigt es sich, dass da gesagt wird, jetzt habe ich hier Möglichkeiten für die Stadt München, Dinge zu finanzieren, die sonst aus dem Steuersäckel finanziert werden müssten. Und das würde anderen Bereichen dann wieder abgehen. Und das ist eine gute Kombination. Sie haben den Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger angesprochen. Das ist erstmal ein schönes Wort, hehres Wort. Aber wie kann man das messen? Da sind wir wieder bei der Studie unter anderem von Herrn Zmuda, aber auch den Forschungen von Professor Kempfert. Was heißt Mehrwert? Ist das, wie früher gesagt wurde, rein ökonomisch? Wer macht den größten Gewinn? Oder ist Mehrwert eben auch Querfinanzierung? Oder eben, Frau Stumpenhusen sprach die Ausbildungsplätze an. Oder. Muss man da nicht andere Messkriterien anwenden heutzutage, als man das noch im ausgehenden 20. Jahrhundert getan hat, was ja auch noch nicht so lange her ist, ne? Ja, ich glaube gar nicht mal, dass das jetzt ein Widerspruch ist, sondern wenn wir ein Unternehmen, und da muss man differenzieren vom Unternehmen zu Unternehmen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe Wohnungen, dann möchte ich selbstverständlich, dass die Qualität der Wohnung vernünftig ist. Dann möchte ich, dass in Instandsetzung investiert wird. Dann möchte ich, dass in energetische Gebäudesanierung investiert wird. Dann möchte ich, dass eine Wohnumfeldverbesserung gemacht wird. Und dazu müssen auch Einnahmen da sein. Dann kann ich entscheiden, ob ich eine Eigenkapitalverzinsung erwarte von den Unternehmen oder ob ich darauf verzichte. So, das muss man festlegen. Ich sag mal, beim Thema Wohnung ist mir lieber, dass hier die soziale Aufgabe wahrgenommen wird. Aber um das zu tun, muss ich auch eine Struktur haben. So, und deshalb muss beim Thema Mieten selbstverständlich erwartet werden, sonst braucht ihr das Eigentum nicht, dass da nicht eine Preistreiberei dort vorgenommen wird. Aber eins ist auch klar, ich kann nicht ewig die Mieten einfrieren und sagen, dann müssen noch die anderen Synergieeffekte bezahlt werden. Das wird nicht funktionieren, es sei denn, dass ich einen Zuschuss gebe an die Wohnungsunternehmen oder in Kauf nehme, dass die verloddern und nicht investiert wird in die Substanz. Diese Grundentscheidung muss ich führen. Und das ist so ein schwieriger Grad immer, weil die Erwartungshaltung ja auch groß ist. Kann ich sagen, die BVG soll wirtschaftlich arbeiten, sie arbeitet nicht wirtschaftlich, sie wird nie in der Lage sein, jetzt mit einem Plus rauszukommen. Sie braucht einen Staatszuschuss. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich da 300 Millionen pro Jahr reinstecke oder 600 Millionen. So, und wenn ich dann gleichzeitig sage, ich werde auf die nächsten 10 Jahre keine Fahrpreiserhöhung machen, weil das politisch sehr schön populär ist, dann wird das nicht funktionieren. Selbstverständlich muss ich bei jeder Erhöhung immer fragen, ist das verkraftbar, ist das vernünftig und ist das in einem unteren Bereich. Aber wenn ich dann immer wieder dem Unternehmen auch in die Parade fahre und sage, wie wir das ja hatten, wir haben betrieblich vereinbart gehabt oder als Vertrag mit der BVG, dass auch eine Fahrpreiserhöhung kommt und wir haben sie immer wieder verhindert. Ja, dann funktioniert auch das Betriebskonzept dort nicht mehr. Also das ist immer die Gratwanderung und da muss man aufpassen, dass die Erwartungshaltung jetzt nicht so wird wieder, dass die Unternehmen automatisch in die Schieflage geraten müssen. Da müssen wir aufpassen. Also diese Sorgfalt muss auch der Eigentümer walten lassen. Was gar nicht so einfach ist, wenn man das über längere Zeit denkt und über verschiedene Wahlkämpfe. Privatisierung wird es in den nächsten Jahren wahrscheinlich erstmal nicht geben. Aber welche Spielräume gibt es denn überhaupt für Rekommunalisierung? Na, wichtig ist auch, das hat Frau Gede Butzlaff beispielsweise erklärt, auch mit der Aktion Mehrwert, dass wir uns eigentlich bewusst machen, dass welche Aufgabe hier unsere Unternehmen auch zu erfüllen haben und vor allen Dingen auch, dass sie wirklich Mehrwert schaffen können. Das ist nicht immer so gewesen. Deshalb begrüße ich es auch, dass sie sich auch zusammentun, auch wenn sie nicht in einem Stadtwerk sind, auch
sehen, sie arbeiten zusammen. So, das ist die Grundlage und die müssen wir stark machen. Das ist das primäre Ziel, was da ist. Und dann müssen wir uns die anderen Bereiche angucken, die jetzt in der Diskussion sind. Und da haben wir ja die klassischen Bereiche. Also ist es möglich, bei den Wasserbetrieben Anteile noch dazu zu kaufen? Rechnet sich das? Können wir uns das leisten? Wir sind zwar noch nicht reich, ne? Fürs DIW. Aber sexy schon, oder, Frau Kempfert? Sexy bleiben wir natürlich. Also das heißt, die öffentliche Haushaltssituation ist ja nun nicht so, dass wir jetzt nach dem Motto wünsch dir was hier einkaufen gehen können. Muss ich wirklich sagen, das wird keine Regierung momentan hinbekommen. Deshalb muss man schon gucken, wenn man etwas zurückkauft, ist das auch wieder zu erwirtschaften und macht das einen Sinn? Bei Wasser, glaube ich, wird das sich darstellen lassen, dass der Kaufpreis auch refinanziert werden kann aus den dann entsprechenden Eigenkapitalverzinsungen unter der Voraussetzung, dass man sie denn zulässt, dass da auch ein Gewinn dabei entsteht. Ne? Sonst kannst du es auch nicht rückfinanzieren. Das ist eine. Das zweite, wo ich Diskussionsbedarf sehe, sind in der Tat die Netze. Da muss man sehen, wie man damit umgeht. Da gibt es ja auch Überlegungen, dies entweder in einer gemeinsamen Trägerschaft zu machen oder eben durch die öffentliche Hand alleine. Auch da muss man gucken, in welchem Zustand sind die Netze, was muss investiert werden in den nächsten Jahren, was ist der Kaufpreis dafür und wie sind die Erwartungen, die man an den entsprechenden Gebühren, die für die Durchleitung und so zu zahlen sind, hat, um es dann auch wieder refinanzieren zu können. Aber da, glaube ich, gibt es Spielräume, die man dann im Einzelfall wirtschaftlich auch erörtern muss. Und immer strategisch, ist es wichtig oder gibt es gesetzliche Möglichkeiten, eine Einflussnahme des Staates oder ist das Eigentum dafür notwendig? Auch das sind Fragen, die dann ganz fein säuberlich durchsubsumiert werden müssen, um dann eine Entscheidung treffen zu können. 100% regenerative Energien bis 2025 in München. Ist das Ziel, ist das machbar für Berlin? Ist es überhaupt erstrebenswert aus Ihrer Sicht? Erstrebenswert ist das schon, aber ich sage, auch da müssen wir gucken, dass wir uns nicht selber was vormachen. Ich habe ein bisschen Schock gekriegt bei Klingenberg, als ich gehört habe, wie viele Millionen Tonnen Biomasse da so jährlich da verbraucht werden müssen, um das... Und aus Kanada kommt und aus weiß ich woher. Also da muss man jetzt auch aufpassen, ob das überhaupt machbar ist und ob das sinnhaft ist. Trotzdem finde ich es gut, dass wir gerade in Berlin jetzt eine Energiepolitik haben, auch von Vattenfall mit unterstützt nach den anfänglichen Diskussionen, die da waren, die deutlich ein Umdenken zeigen. Und anders als Hamburg, die dann Ziele postulieren und so tun, als ob sie was Neues entdeckt haben, ist nun gerade in Berlin mit Wärmekraftkopplung also schon so weit vorne, da kann Hamburg also sich wirklich warm anziehen. Da brauchen wir keinen Vergleich irgendwie zu scheuen, sondern da hat Berlin wirklich Vorbildhaftes auch geleistet und muss noch weiter gemacht werden. Also da sind wir auf einem ganz guten Weg und wir haben unsere Ziele, 40% CO2-Reduktion, auch schon über die Hälfte erreicht. Auch da können wir uns sehen lassen, auch im internationalen Maßstab. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir da beharrlich nacharbeiten. Was wir weiter haben müssen, das sind jetzt die riesigen Investitionen, die kommen im Gebäudebestand, sowohl bei der öffentlichen Hand wie bei den privaten. Das ist ein riesiges Investitionsvolumen, ist alternativlos, sage ich mal. Es muss kommen und man sieht auch, man kann es machen. Aber wir müssen auch Sorge tragen, dass die Mieten bezahlbar sind anschließend. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Lege ich auch Wert drauf und die SPD insgesamt, dass wir da nicht so tun, als ob wir hier nur eine reiche Mieterstruktur haben, die sich das leisten können und für die 1 Euro Mieterhöhung pro Quadratmeter kein Problem da ist. Es stellt für viele Menschen ein riesiges Problem dar. Dortmund nickt zustimmend hier vorne in der ersten Reihe, kann ich nur sagen. Wir haben Stromnetz angesprochen, Wohnungen, ganz wichtig, kommen wir auch mal zu einem anderen Netz noch mal ganz kurz, auch so ein bisschen im Sorgenkind der Berlin, die Berliner S-Bahn. Wie geht's da weiter? Ja, bei der S-Bahn gibt es einerseits ein gutes Lehrbeispiel dafür, was passiert, wenn man dann die kaufmännische Sorgfalt erstmal völlig außen vor lässt, weil ich sage mal, egal ob das ein öffentliches oder ein privates Unternehmen ist,
Kein Unternehmen hätte so fahrlässig mit seinem eigenen Eigentum umgehen können, wie das bei der Bahn und der S-Bahn passiert ist, nämlich, dass man Sicherheitsbelange so hintangestellt hat, Wartungszyklen nicht in Anspruch genommen hat, sondern auf Verschleiß gefahren ist, um die Braut hübsch zu machen für den Börsengang. Das ist auch aus Sicht eines Privaten eigentlich völlig unverantwortungsvoll. Insofern ist es sowieso schon fast nicht fassbar, was da alles passiert ist. Das räumt ja mittlerweile die S-Bahn auch ein, dass da neben objektiven Schwierigkeiten, die da sind, auch hausgemachte Schwierigkeiten da sind, die jetzt zum Schluss kumuliert sind. Und das Problem des Kumulierens bedeutet, auch ein anderer Eigentümer könnte heute die Probleme, die die S-Bahn hat, nicht von heute auf morgen lösen. Und das muss man fairerweise auch dazu sagen, die Kolleginnen und Kollegen arbeiten dort in vielen Schichten rund um die Uhr, um wirklich die Viertelzüge da wieder in den Verkehr zu bringen, so wie es eigentlich sein müsste. Es wird nicht so klappen, wie es versprochen worden ist. Jetzt muss die Bahn uns mal die Zahlen liefern, wie viel sie denn schaffen. Wir haben uns das ja neulich auch beim Bezirksrundgang dann nochmal angeguckt, was da wieder an neuen Problemen passiert ist. Und eins ist ja klar, wenn da mal der Wurm drin ist und man genau hinschaut, dann wird nur wirklich alles aufgedeckt. Ich möchte nicht wissen, wenn man mit demselben Maßstab da rangeht, wie das in anderen Städten und bei anderen Betrieben aussehen würde. Aber Sicherheit geht vor und im Zweifelsfalle muss ausgetauscht werden und das dauert. So, also deshalb hoffe ich, dass die S-Bahn, ich habe jedenfalls den Eindruck, dass Herr Grube und das Management da verstanden hat, worum es geht, nämlich mehr Kapazitäten zur Verfügung zu stellen in den Werkstätten und eben nicht auf Verschleiß zu fahren, sondern alles zu tun. Aber es gibt eben objektive Schwierigkeiten, um das so zügig umzusetzen, wie wir es eigentlich alle erwarten müssten und wollten, dass nämlich ziemlich schnell wieder volle Züge fahren können. Nicht volle Züge, sondern die Züge im Umfang der versprochenen Leistung. Genau. In vollem Umfang Züge fahren. Gucken wir uns noch mal ein bisschen die Zukunft, so mal ein bisschen Daseinsvorsorge für Berlin betreiben. Hier oben in dem berühmten Song von Seed heißt es so schön, Mama Berlin aus Stein und Benzin, wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Industriemetropole im 20. Jahrhundert hat sich sehr geändert, ändert sich immer noch, auch unter ihrer Regentschaft, immer mehr Medienstadt geworden, IT-Stadt, auch grüne Stadt, ja, das hat auch Michael Müller zitiert, nicht, dass ich jetzt hier falsch verstanden werde, Green Economy kommt immer mehr unter Klaus Hovereit auch in die Stadt. Wie soll sich denn verändern im Sinne von Daseinsvorsorgen und Rekommunalisierung in den nächsten 10, 15 Jahren? Was sind da aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte, die jetzt angepackt werden sollten? Na, wie gesagt, starke Unternehmen. Ich möchte auch, dass unsere öffentlichen Unternehmen expandieren. Also Herr Bovelet soll erfolgreich sein. Warum nicht? Sehr gern. Ja, selbstverständlich. Und dazu braucht er Investitionen, das ist auch völlig klar. Und wir wollen, dass auch Wohnungsbaugesellschaften auch in der Lage sind, wenn es den Bedarf gibt, auch entweder neu zu bauen oder sogar Wohnungen dazu zu kaufen. Es gibt ja keine Begrenzung, dass wir sagen, wir müssen jetzt bei den ca. 270.000 Wohnungen, weiß nicht genau, wie es jetzt momentan sind, 270.000 Wohnungen, dass wir dabei bleiben, wenn sich der Wohnungsmarkt weiter verschärft, wie sich das ja abzeichnet. Das ist ja ein Erfolg erstmal in Berlin, dass die Wohnungen wieder nachgefragt werden, dass mehr Menschen wieder hierher ziehen. Dann ist selbstverständlich auch die Aufgabe von Wohnungsbaugesellschaften, einem veränderten Markt Rechnung zu tragen und nicht Wohnungen zu beseitigen, sondern neue zu schaffen beispielsweise. Und ich glaube, da können wir uns auch sehen lassen. Und wenn wir den Beteiligungsbericht sehen, der Finanzsenator wird es nachher sicherlich nochmal deutlich machen, wie sich insgesamt die Ertragslage auch der öffentlichen Unternehmen in den letzten Jahren verändert haben. Sie haben nämlich auch aus einem defizitären Bereich jetzt eine Erfolgsgeschichte gemacht, dass in der Summe der Gewinne da wirklich deutliche Zuwachsraten zu verzeichnen sind. Nicht in jedem einzelnen Unternehmen, ist völlig klar, aber in der Summe können wir sagen, wenn die jetzt alle als Stadtwerke zusammengefasst werden, dann könnten wir uns auch da durchaus mit München da messen lassen. In Berlin ist man einen anderen Weg gegangen. Man hat eben in Nachkriegs-Berlin
nie den Ansatz gemacht, offensichtlich, ich weiß auch nicht warum, tatsächlich hier Unternehmen zusammenzuführen. Vor allen Dingen auch Unternehmen, die schwach auf der Brust sind. Also warum beispielsweise die Bäder nicht schon mal früher mal zu den Wasserbetrieben gekommen sind oder zu einem anderen Unternehmen, ist mir ein Rätsel. Ja, liegt höchstwahrscheinlich an der Zuständigkeitsverteilung, es war bezirkliche Zuständigkeit, dann hat man die Bäderbetriebe alleine gegründet. Aber warum man das nicht gemacht hat oder die BVG eben zusammen mit damals den Stromversorgern, da hätte man ja Synergieeffekte gehabt, hat man nicht gemacht, ist eine andere Tradition, die sich hier entwickelt hat. Insofern haben wir eigenständige Unternehmen und ich glaube auch, dass das im Prinzip erstmal so bleiben wird. Alles klar, letzte Frage von mir an Sie, Herr Wobereit, bevor Julia Mastern mit Fragen aus dem Publikum Sie nochmal torpedieren wird. Was machen Sie im Jahre 2025? Was mache ich im Jahre 2025? Sicherlich nicht an einem roten Würfel stehen und Fragen beantworten. Ich wollte aber nicht damit andeuten, dass Sie dann zu irgendeiner anderen Partei tendieren würden im Jahre 2025. Nö, na, da bin ich ja ein konservativer Mensch. Also okay. Ich bleibe selbstverständlich aus Überzeugung bei der Farbe Rot. Okay, wir werden sehen, ob Sie dann bei der Farbe Rot bleiben als regierender Bürgermeister. Bisher erstmal herzlichen Dank für das Gespräch. Weitere Fragen von und mit Julia Maas an Klaus Wobereit. Bleiben Sie noch hier. Julia, es gibt Fragen aus dem Publikum, bestimmt. Wer hat eine Frage? Ich nehme erstmal die Fragen dran, die noch nicht waren, weil wir das ja ein bisschen gerecht verteilen müssen hier. Hier vorne. Ja, dann stelle ich mal eine Frage. Was ich interessant finde, ist immer der Widerspruch einerseits, der aufgemacht wird zwischen wirtschaftlichem Handeln und kommunaler öffentlicher Kontrolle. Da wird dann gesagt, die Gremien sind so kompliziert, man kann gar nicht flexibel agieren. Was ist die Vorstellung des regierenden Bürgermeisters, wie man öffentliche Unternehmen so aufstellt, dass man das miteinander vereinbaren kann und dann auch noch einen öffentlichen Zweck hat, der über das rein fiskalische Interesse am Geldverdienen hinausgeht? Okay, vielen Dank. Ich würde sagen, wir sammeln mal ein paar Fragen an Klaus Wobereit. Danke dafür. Und versuchen es dann. Gesundheit hier vorne wird genießt. Auch das ist erlaubt. Die Rekommunalisierung des Niesens. Wir sammeln auch mal weiter ein paar Fragen, Julia. Herr Werner Röpke, öffentliche Daseinsvorsorge ist ja mehr als Strom, Wasser, Verkehr. Dazu gehört auch frühkindliche Bildung und Erziehung. Deshalb die Frage, wann wird denn die Privatisierung der Kindertagesstätten, der Jugendfreizeiteinrichtungen gestoppt? Und denkt der regierende Bürgermeister daran, diesen Bereich auch mit Rekommunalisierung zu beglücken? Okay, danke, auch spannende Frage. Privatisierung der Kitas stoppen, Daseinsvorsorge, frühkindliche Erziehung. Sagen, eine Frage nehmen wir noch auf, Julia, und dann... Eine Frage noch, okay. Wenn es noch eine gibt, dann versuchen wir erstmal das zu beantworten. Ich habe eine Frage zum Bereich Gesundheitswesen, weil ja staatliche Investitionen dort vorgesehen sind für die Krankenhäuser. Und Sie haben das gerade so nebenbei zum Herrn Bovelet gesagt, er möge doch kräftig in die Zukunft investieren. Womit denn, wenn der Staat nicht mal die Investitionen bezahlt, die wir derzeit nötig haben? Okay, drei spannende Fragen. Klaus Wobereit. Ja, zu dem letzten Thema. Sie sind Betriebsrat, ne, bei Vivantes. Ich könnte es mir jetzt leicht machen, da könnte ich Ihnen sagen, gucken wir uns die privaten Kliniken an, die investieren und haben noch einen Gewinn. Na, das mag, das ist nur also erstmal eine Unterstellung, die im Einzelfall zutreffend sein kann, aber in Gänze sicherlich auch nicht. So, damit könnte ich es mir jetzt leicht machen, ist mir aber auch zu kurz gegriffen. Wir haben einen riesigen Investitionsstau. Und selbstverständlich ist ja Vivantes gegründet worden, um dieses Unternehmen auch konkurrenzfähig zu halten, um eine vernünftige Daseinsvorsorge zu haben im Bereich Gesundheit. Und das bedeutete, dass dann ein langer Weg auch gegangen werden musste, um effizientere Strukturen dorthin zu bekommen. Die haben Sie ja gerade eben teilweise kritisiert durch die Ausgründung von Töchtern beispielsweise. Alles ein schwieriger Bereich. Eins war klar, wenn Vivantes so weiter gewirtschaftet hätte, wie sie da gewesen sind, dann hätten wir den Laden bald mal ganz privatisieren können, weil dann auch der Steuerzahler irgendwann nicht bereit ist, ineffiziente Strukturen zu finanzieren. Weil man muss sich ja mal klar machen, wir sind hier Treuhänder für die Bürgerinnen und Bürger, die das bezahlen müssen. Und umgekehrt, was an ineffizienten Strukturen in den Unternehmen da ist, habe ich nicht mehr als Geld, was ich ausgeben kann für Bildung beispielsweise oder für Universitäten, für Ausbildung. Das muss man sich immer klar machen. Und deshalb bitte auch
an die eigene Adresse, auch als Personalräte oder auch Gewerkschaften und alle, die da ihre Forderungen haben, immer wieder zu reflektieren, dass eine vernünftige betriebswirtschaftliche Struktur dieser öffentlichen Unternehmen die Grundlage ist, dass ihre Existenzberechtigung auch vom Bürger akzeptiert wird. Das ist die erste Position. Und die zweite ist hier, er hat einen Investitionsstau, der ist eben nach seinen Berechnungen ein paar hundert Millionen mindestens hoch, die zurzeit aus dem Landeshaushalt nicht abdeckbar ist. Sie haben die Diskussion mit der Charité gesehen. Auch da sage ich, wir stellen dort über 300 Millionen zur Verfügung, allein für die Charité. Aber es bedeutet auch, dass wenn gebaut wird, auch im öffentlichen Bereich, auch nochmal geguckt werden, er muss zu welchen Kosten gebaut wird. Auch da kann nicht immer alles nur dann so weitergehen, wie das bislang ist, dass da also Kostenexplosionen auch passieren, die man irgendwo dann nicht mehr fassen kann. Bei ihm habe ich noch eine Finanzierungslücke und deshalb müssen wir da weiter daran arbeiten, wie wir die schließen. Sein Weg wäre, jetzt selber im Kapitalmarkt sich die Gelder zu besorgen. Das ist durchaus eine Möglichkeit, aber sie darf nicht dazu führen, dass wir jetzt tausende Nebenhaushalte haben. Ja? Weil Kredite aufnehmen kann ich auch alleine, da brauche ich nicht Herrn Bovelet dazu. Dann kann ich ihm auch das Geld direkt wiedergeben. Ja? Also, ja, hätten sie auch nichts dagegen. Ne? So, er sagt ja nur und zu Recht, er ist in der Falle drin, er kriegt einerseits das nicht und andererseits darf er es nicht aufnehmen. Wenn er es aber aufnimmt, dann muss er es eben auch bedienen. Dann muss er das Kapital, was er aufgenommen hat, dann eben auch bedienen, nämlich mit den Zinsen und mit den Rückzahlungen. Und insofern ist es dann auch wiederum betriebswirtschaftlich die Frage, ob sich das rechnet und ob das eine Lösung ist oder ob das im Prinzip nur ein Verschleiern ist von eigentlichen Zuschüssen, die dann da gegeben werden, weil irgendwann platzt dann die Blase und der Steuerzahler muss es sowieso wieder bezahlen. Nicht? Also das ist ein bisschen schwierig an der ganzen Angelegenheit. Zweite Frage, ging es um die Daseinsvorsorge, auch ganz spannend, über die frühkindliche Erziehung, Privatisierung von Kitas stoppen. Das zumindest, so habe ich das verstanden, war so ein bisschen die Forderung oder die Frage des Herrn hier vorne in der zweiten Reihe. Gut, wir haben ja gerade in dem Bereich auch das Thema Subsidiarität und wir haben einen Mix und wir haben die Eigenbetriebe und ich glaube, dass da jetzt der Punkt erreicht ist, wo hier eine Struktur da ist, die nicht weiter sich verändern sollte. Mit auf marginale Begradigung und so ist nicht das Problem. Dass wir aber jetzt von den freien Trägern die Kitas jetzt alle wieder zurückholen, da sehe ich auch gar keinen Grund drin, weil die Eltern sind zufrieden, die Betriebe arbeiten gut und da gibt es gar keinen Grund, warum wir jetzt sagen, wir nehmen da alles wieder zurück. Also deshalb, sage ich mal, bei Kitas ist da nicht der Handlungsbedarf da. Das andere Thema, was Sie angeschnitten haben im Bereich der Jugendarbeit insgesamt, das ist jetzt teilweise eine Notmaßnahme von Bezirken, die glauben, ihre finanziellen Probleme nicht mehr anders in den Griff zu bekommen, als sich von den Einrichtungen zu trennen. Auch das kann im Einzelfall sinnvoll sein. Wenn es aber nur zu einer Verdrängung führt oder eben zum Schließen der Einrichtung, dann ist es selbstverständlich nicht sinnvoll. Genau, vielen herzlichen Dank. Die letzte, beziehungsweise die erste Frage, die wir jetzt als letzte dran nehmen, ist ja so ein bisschen die... Dachst du, der Aufsichtsrat oder? Nee, die wirtschaftliche Handeln, ist ja so ein bisschen die Gretchenfrage. Das wirtschaftliche Handeln einerseits, wie man das garantieren kann und gleichzeitig kommunale Interessen nachhaltig und langfristig sichern kann, da auch wieder Stadtökonomie, Stadtrendite, eigentlich alle Begriffe spielen da rein in die Frage, deswegen ganz bewusst zum Schluss. Naja gut, das ist die Grundfrage. Wie steuert man so ein Unternehmen als öffentlicher Eigentümer? So, da, wie macht man es? Einmal über die Gesellschafterversammlung, das ist die eine Form, und das andere über den Aufsichtsrat. So, da haben wir eine komische Diskussion beim Aufsichtsrat. Da wird ja von vielen so frech behauptet, wenn da ein Politiker drin sitzt im Aufsichtsrat, ist das schon erstmal der erste Fehler. So, nicht? Dann wird gesagt, ja, die sind ja zu doof dazu, die können das nicht und da muss Wirtschaft rein. So, ich könnte mal erzählen, wer alles im Aufsichtsrat der Bankgesellschaft drin gesessen hat, wie viele hochkompetente Wirtschaftsvertreter, wie viele hochkompetente Gewerkschaftsvertreter dort drin gesessen haben und wie das Desaster dann auf einmal sich gezeigt hat. Da waren die Politiker deutlich in der Minderheit, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich sage ganz deutlich, ich will, dass in den wesentlichen Unternehmen die Politik vertreten ist als Eigentümervertreter. Es geht gar nicht anders, weil mit Verlaub, wenn ich da jemanden hinschicke,
der nimmt natürlich die Interessen des Eigentümers wahr. Dafür wird er ja dahin gesendet. Nur bei den 3,50 Euro, die es da als Aufsichtsratstantiem da gibt, ist, sagen wir mal so, das Engagement auch irgendwo begrenzt. Und es fehlt auch der Durchsetzungswille dahinter. Das erlebe ich immer wieder, weil das ist immer Konflikt. Und den Konflikt halten nur wenige aus. Und diesen, deshalb muss, ich mache ja meinen Aufsichtsratsvorsitz beim Flughafen nicht aus Jux und Dollerei und weil ich nichts zu tun habe. Sondern ich bin da, ich dachte anfangs, geht da für 3 Monate rein, weil ja die Privatisierung anstand. Gott sei Dank ist die Privatisierung gescheitert. Habe ich ein bisschen was dazu beigetragen, dass sie gescheitert ist. Bin ja auch noch ganz stolz darauf, dass wir nicht in den Händen jetzt vom Privaten beim Flughafen wären. So, aber dort die Interessen des Landes durchzusetzen, gerade bei einer Gesellschafterstruktur, wo da 3 öffentliche Gesellschafter da drin sind, das geht eben auch nur, wenn da jemand drinne sitzt, der die Eigentümerinteressen auch so wahrnimmt wie ein normaler Eigentümer, der es ja nämlich ein Interesse daran hat, was mit dem Ding da passiert und nicht der da hingeschickt wird und der Aufsichtsräte sammelt und das Schöne ist da, nice to be, nice to have da zu sitzen. So, und deshalb bin ich ganz stark dafür, dass die Politik da steuert. Nicht so, wie Thilo Sarrazin das bei der HOVOG da offensichtlich gemacht hat, wie er jetzt schriftlich erklärt hat, sondern eben anders. Und das ist immer ein Prozess, auch ein öffentlicher Prozess, weil die müssen sich rechtfertigen dafür. Wenn was schief läuft bei den öffentlichen Unternehmen, muss ich auch sowieso vom regierenden Bürgermeister abwärts, muss der Senat oder eben auch das Abgeordnetenhaus die Verantwortung dafür tragen. Und dann erwarte ich auch, dass wir da vertreten sind und das Ding auch steuert. So, und das ist die Aufgabe. Und das Bewusstsein zu schaffen, dass das auch, wie gesagt, um den Benefit da für die Gesellschaft zu erzielen, muss ich eben auch die gesunden Strukturen haben. Und das haben wir jetzt bei einer neuen Situation, beim Flughafen Tempelhof beispielsweise, beim ehemaligen Gelände. Dort wollen wir ja das entwickeln. Ja, da haben wir Vorläufer in dieser Stadt gehabt von Entwicklungsgebieten. Ne? Die waren alle ein Desaster. Oder nicht alle, aber die meisten waren ein Riesendesaster mit Riesenschulden für das Land Berlin. Und da auch klar zu machen einer neuen Geschäftsführung, einer neuen Struktur, die müssen auch Dinge, die dort investiert werden, auch wieder erwirtschaften, ist nicht immer ganz leicht. Und deshalb ist es nicht immer nur ein Wunschkonzert, sondern eine Frage auch von tollen Ideen, von Umsetzungsmöglichkeiten, die auch ein bisschen jenseits der bisherigen Denkweise im öffentlichen Bereich sich bewegen. Da kämpfe ich allerdings darum und das ist noch eine schwierige Aufgabe. In einigen Bereichen ist es schon verstanden worden und der Mentalitätswechsel hat funktioniert, in anderen noch nicht ganz so, aber wir arbeiten daran. Gucken wir mal ganz zum Schluss. Ideenkonferenz heißt das Ganze, dritte Berliner Ideenkonferenz. Welche Ideen nehmen Sie denn jetzt mit aus dem, was Sie bisher gehört haben? Oder? Ich glaube, der stärkste Eindruck, der hier deutlich herausgekommen ist, das sind die Beispiele von Thüger und von anderen, die deutlich machen, dass hier es auch Organisationen gibt, die einerseits kleineren Kommunen auch helfen, Know-how zu gewinnen durch eine Partnerschaft und dass da in den Bereichen, was auch gerade Netze anbelangt, durchaus Chancen bestehen, etwas zu schaffen, zu steuern, und auch das wieder rezufinanzieren durch das, was da auch an Gewinn möglich ist. Ich glaube, das ist ziemlich gut rausgekommen. München ist ein super Beispiel, ist das Vorzeigebeispiel auch immer in Deutschland, finde ich, mit den Stadtwerken. Da haben wir eine bisschen andere Situation, aber hier bei der Rekommunalisierung von Netzen beispielsweise, glaube ich, sind da gute Hinweise gegeben worden, dass das erfolgreich sein kann. Wunderbar. Vielen Dank, Klaus Wowereit, regierender Bürgermeister von Berlin. Ob bis 2025, werden wir noch sehen.